Hallo liebe Schülerinnen und Schüler, tja, heute gibt es kein wirkliches Erklärvideo. Gut, klar, es geht heute um Kommutativ- und Assoziativgesetz und morgen soll das auch können. Aber ich sehe es irgendwie nicht mehr ein, euch das zu erklären, denn das haben wir jetzt, seit wir in der 5. Klasse zusammen sind, schon, ich glaube, 2 oder 3 Mal gehabt, das Thema. Was Kommutativgesetz und was Assoziativgesetz ist, das werdet ihr merken, wenn ihr diese Aufgaben, die ihr hier über mir habt, wenn ihr die hier rechnet. Also ich habe euch die Angaben hingeschrieben. Ihr macht bitte hier Kommutativ- und Assoziativgesetz, je nachdem, was einfach geschickt ist. Wenn ihr keine Ahnung mehr habt, was er rechnen müsst, dann rechnet er halt einfach ganz normal. Denn Kommutativ- und Assoziativgesetz sind auf jeden Fall Hilfen für euch. Weiter, also knapp über mir hier, da steht dann noch A plus B ist gleich. Also quasi die Reihenform, ist auch in grünem Kästchen. Was ist denn das Kommutativgesetz? Was bedeutet es? Also wie kann ich A plus B noch schreiben? Und dann beim Assoziativgesetz, wie kann ich A plus, Klammer auf, B plus C noch schreiben? Wer sich hier wundert, dass das Distributivgesetz fehlt, wir haben bis jetzt auch nur Plus und Minus. Mal kommt erst in der 7. Klasse, von daher reicht es aus, diese beiden Gesetze zu können. So, und ich bin jetzt am Ende. Das Video ist fertig und ihr schreibt bitte das ab und löst es. Morgen werden wir dann schauen, wer es rausgekriegt hat und wer sich gemerkt hat, was Kommutativ- und Assoziativgesetz ist.